Dann würde ich vorschlagen, mit einem freundlichen Hamha unsererseits. Hamha! Können wir loslegen. Ihr könnt ja gerne mal einen Hammer in den Chat packen oder ein Hamtaro-Emote oder beides, wenn ihr könnt. Wir haben, jetzt muss ich mich erinnern, im letzten Stream angefangen mit dem Spiel und festgestellt, dass ein gemeiner Hamster namens Fratzi, der klingt zwar nicht ganz so ernstzunehmend, aber okay, die Liebe der Hamster zerstören möchte, indem er so ein bisschen, ein paar Streitigkeiten verteilt, sag ich mal. Und wir waren auch schon beim Sonnenberg, glaube ich, war das hier, ne? Der Eichenschrein oder Eichelschrein? Eichenstein war es im ersten Teil. Wir waren beim Sonnenberg, haben uns dort schon so ein bisschen umgeguckt, hatten einen kleinen schreienden Jungen, eine nette Verkäuferin und einen Typen, der ein Töpfchen auf dem Kopf hatte. Und jetzt sind wir hier beim Sandstrand? Hm. Hat das Ding einen Namen? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Strand. Beim Strand. Und ja, hatten auch schon unseren Strand-Casanova-Brett. Brett-Bit. Der Brett-Bit. Richtig. Oder der Brett-Bit, wie man möchte. Und ich glaube, das war auch so das Einzige. Wir haben halt Turtle und Spankchen wieder zusammengebracht. Wir haben noch die vom Ananas-Fußballfeld, die ihren Typen stalkt. Und potenziell die nette Dame hier oben, die ihren Mann vermisst. Ich glaube, das sind so die Pärchen, die wir aktuell suchen. Und ich meine, den Captain hatten wir ja gefunden. Und hallo Brett, deswegen wollten wir jetzt mal gucken, ob der uns rüberfährt. Ich glaube, das war so der Plan. Er sieht zumindest nicht gerade glücklich aus. Hamha! Ihr schon wieder, danke für eure Hilfe. Ich schäme mich so von meiner Frau, dass ich nicht nach Hause gehe. Was mache ich nur als nächstes? Und ihr wollt also zur Insel schippern? Ihr habt mir zugehört, ihr fahrt kostenlos. Treibt euch der Wind also hinüber zur Insel? Jawohl, klingt gut. Alles klar, schippern wir los. Yay! Oh, noch was. Wenn die Fähre weg ist, stellt euch an den Pier und hiho! Ich komme dann flugs wie der Wind hierher. Also dafür ist mein Hiho-Emote eigentlich nicht, aber okay. Musik ist einfach viel zu catchy. Aber ihr könnt euch jetzt mal davon verabschieden. Wir haben gleich andere Musik, glaube ich. Okay, Ankerlichten! Die ganzen Hios! Eh? Das ist so richtig entspannte Hawaii-Musik irgendwie. Und schon sind wir da. Möchtest du einfach dein Hula-Röckchen rausholen und tanzen? Dann hol dein Hula-Rock raus. Ich habe keinen Hula-Rock. Dann geh und kauf dir einen. Ich hab noch nicht mal einen Rock. Dann geh und kauf dir einen. Währenddessen stream ich weiter. Nein. Landgang, seid vorsichtig. Du kannst dir den Hula-Rock anziehen, wie wär's damit? Ich hab keinen. Kauf dir einen, ich streame in der Zeit weiter. Ist ja komisch. Wie da einfach nichts aus der Palme fällt. Ach nee, die musste ich ja ausgraben, ne? Stimmt, da ist ein Laden, vielleicht kann ich da mein Hula-Röckchen kaufen. Das mag sein. Hast du genug Kerne? Ja. Kommt drauf an, wenn es so das High-Class-Hula-Röckchen ist, vielleicht nicht. Aber okay. Die nette Boutique haben. Kaufen, kaufen, kaufen! Gott sei Dank schreit der mich hier nicht an. Willkommen in der Boutique am. Ich kann doch 29 Sachen kaufen. Nein. Wir haben eine hawaiianische Insel gefühlt vom Theme her. Was kann ich kaufen? Den Bräutigam Anzug, einen Cowboy-Hut mit einem passenden Lasso, eine Geldbörse oder einen Raumanzug. Dann möchte ich die Geldbörse. In welcher Farbe? Zeigen Sie mir die anderen. Das Blaue. Das hier? Ja. Okay. Für die drei Kerle, die du draußen gefunden hast vor der Tür. Okay. Inu, danke schön, dass du Oma einen Sub geschenkt hast. Auch wenn gerade das der eine Alert ist, der wie gesagt nicht funktioniert, weil der sich mit dem anderen beißt. Vielen lieben Dank dafür. Und Oma, dir viel Spaß mit den Emotes, wenn du sie denn nutzt. Okay. Dann die Leiter hoch. Kann ich mir das leihen? Oh boy, oh boy! Hey, ich hab dich gefragt, ob mir das leist. Oh boy, oh boy! Komm schon, gib es mir! Ratsch! Ah!
Ido, warum hast du nicht losgelassen? Jetzt brauche ich es auch nicht mehr. Oh boy! Was macht Pashmina da? Tja, ihre kleine Schwester zum Weinen bringen, offensichtlicherweise. Der Pashmina ist richtig im Rage-Mode gewesen. Und dann auch so, oh ne, jetzt brauche ich es doch nicht mehr. Scheiß drauf. Hallo? Dido, stimmt etwas nicht? Was ist passiert? Oh boy, oh boy. Ha? Pashmina hat sich auf einmal seltsam benommen. Oh boy, oh boy. Herr Pashmina ist doch immer so nett. Was ist bloß los? Oh boy, oh boy. Oh boy. Das ist eigenartig. Lass uns mit Pashmina reden. Vielleicht sind wir dann schlauer. Ja. Dido ist weiblich. Ja. Das Spiel hat, oder der Anime hat, soweit ich weiß, von den Haupthamstern 4 weibliche. Biju, Pashmina, Tikali und Dido. Das sind die 4 Mädels. Und ich glaube sogar, Dido hat ungefähr eine ähnliche Färbung wie Hamtaro, nur mit Braun. So von der Art her. Für mich sind so farbige Hamster farbig und weiße weiß. Rieche ich jetzt ihre Tränen? Nein, das darf ich noch drehen! Oh no! Ich glaube, Kai, du bist nach der Klausur echt durch, oder? Ich werde sie jetzt nicht anrempeln. Neue Tränen gelernt! Oh no. Was haben wir hier? Aussichtspunkt? Wie das Ding wirklich einfach Aussichtspunkt heißt. Ja komm, gehen wir mal gucken. Sie sehen? Sie sehen nichts. Okay. Dann hau ich erstmal wieder ab. Pika! Raiden, danke schön für 20 Monate Treue und willkommen. Oh, der Sonnenblumenkern ist wieder da. Es ist unglaublich, was man da oben alles sehen konnte. Ich weiß, faszinierend. Machen sie eben noch 3 Kerne, aber sind es plötzlich 5 jetzt. Wir haben sich heimlich vermehrt. Nachdem du sie aufgehoben hast. Richtig. Die Du hat sich echt schnell geportet. Ich würde sagen, aus Prinzip darfst du dann diese Variante von Die Du sprechen. Oh boah, oh boah. Das war creepy. Das ist echt gemein, Die Du. Mein Lieblingsschal, du. Oh. Oh boah, oh boah. Die Du, hör auf. Oh boah, oh boah. Oh, Die Du, du. Up, 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 ja. Hä? War das Dido? Irgendetwas stimmt hier nicht. Eke? Also ich glaube, es ist sehr offensichtlich, dass da irgendwas ein bisschen fake ist. So irgendwie. Erstmal graben. Lass sie weinen. Deswegen muss der Jan auch diese Synchro übernehmen, damit die noch mehr fake klingt als ohnehin schon. Hi. Pashmina sieht halt ohne Schal irgendwie so ungewohnt aus. Mhm. So, nehmen wir erstmal den Schal und geben ihn zurück. Danke, Jantaro. Pashmina, was ist passiert? Ich weiß es nicht. Du nahm meinen Schal und sprang darauf herum. Hä? Aber Pashmina, hast du die du da drüben nicht gerade zum Weinen gebracht? Ich? Die du zum Weinen gebracht? Ich würde niemals etwas derartiges tun. Svenju, es ist nicht dein Ernst. Oh? Riecht sie auch nach Tränen? Nein. Aber ja, jetzt haben wir hier auf jeden Fall Verdienste! Ein weinendes Hamsterleinchen und auf der anderen Seite ebenso. Das ist zum Glück irgendwie gar nicht verdächtig. Ich glaube, der Sache müssen wir mal auf den Grund gehen.
Aber sie hält sich noch tapfer. Sie ist kurz davor. Da kann ich rein. Oh, du bemühst dich immer so sehr. Schön gemacht. Willkommen, komm herein, bitte. Ja, ja, willkommen. Oh, das wäre gar nicht meiner gewesen. Viel Glück beim Tanzwettbewerb. Bäh, du nervst mich wirklich. Nun ja, ich muss zurück zur Tanzfläche. Aufpassen! Kai, please. Den hast du jetzt nicht wirklich gebracht. Dann gehe ich doch erstmal hier hin. Ich würde sagen, ich nehme die beiden und du nimmst den Duellberg-Opi da oben. Kannst du dich schon mal mental darauf vorbereiten? Hamha! Danke fürs Kommen! Seid ihr für den Hula-Wettbewerb hier? Ja, total. Aha! Freunde. Ist es das erste Mal, dass ihr zu einem Hula-Wettbewerb antretet? Ich verstehe. Dann nehmt das, bitte. Und der Duellberg-Opi? Oh, Schmacht. Ja. Ein Song zum Tanzen. Dieses Lied spielen sie beim Hula-Wettbewerb. Der Beweis, dass ihr am Wettbewerb teilnehmt. Damit kommt ihr in den grünen Raum. Im grünen Raum wärmen sich die Teilnehmer auf. Dort könnt ihr auch eure Schritte vor dem Spiegel üben. Bis dann, viel Glück! Warum heißt der Green Room eigentlich Green Room? Tja. Hi. Nein, nicht schon wieder der! Ich... Lass dich mit dir reden! Hamha! Schön, euch zu sehen! Okay. Dann Opiham. Und ja, der heißt wirklich so. Vielleicht hat er nichts gehört. Hiff, hiff? Es riecht nach alten, toten Hamster. Nein. Bounce! Lass dich mal anschreien. Hiho! Ah, Yantaro und Senju. Ich habe mir nicht träumen lassen, euch hier zu sehen. Ihr würdet doch nicht um mich herumschleichen, oder? Oder seid ihr gekommen, um eine alte Geschichte von mir zu hören? Horror, horror. Also damals, wisst ihr, da war ich auch mal ein junger Hamster. Ich war nicht immer alt. Als ich klein war, war ich kleiner. Aber dann war ich auch viel wilder. Ich hatte nämlich so einen ziemlich coolen Besitzer. Der hat mich immer aus dem Käfig gelassen. Und dann ist er rausgegangen mit irgendwelchen Frauen. Also hatte ich die ganze Wohnung für mich. Und dann habe ich Hamster eingeladen. Wir haben Party gemacht, die ganze Nacht. Dann kam er wieder, hat uns erwischt. Hat alle Hamster rausgeschmissen. Aber ich hab's geschafft, die Sonnenblumenkerne, die alle mitgebracht haben, für mich zu behalten. Das war nämlich die Bezahlung dafür, dass sie hierher kommen. Aber dann hat er die auch gesehen und die auch alle rausgeschmissen. Das fand ich nicht so geil. Also habe ich ihm in der Nacht, bin ich ihm ins Gesicht gestiegen und habe ihm meinen Gürtel in die Nase gelegt. Fand er nicht so geil. Also hat er mich auch rausgeschmissen. Seitdem lebe ich alleine. Irgendwann habe ich diese Insel gefunden. Und dann dachte ich mir, das ist geil hier. Also lebe ich jetzt schon seit 21 Jahren hier. Ich glaube, ich gebe wahrscheinlich bald den Löffel ab. Aber bis dahin werde ich euch nicht enttäuschen. Ich hatte nämlich noch eine Geschichte. Vor langer Zeit lief eine Schildkröte ein Rennen gegen einen Hamster. Der Hamster wusste, dass die Schildkröte langsam war. Und nahm sie nicht ernst. Auf der Hälfte des Weges hielt der Hamster an und... Ja, das Traurige ist, Kai, Jan muss sich nur zusammenreißen, ernst zu bleiben, weil ich die ganze Zeit absolut verstört gucke neben ihm. Und am Lachen war. Hättest du nicht zweimal zwischendurch gelacht, hätte ich mit einem Zug durchreden können. Echo, stehst du bei dem Köttel in der Nase, war vorbei. Können wir ihn bitte schlafen lassen? Ja.
hier eigentlich auch noch? Nein. Okay. Dann möchte ich da, glaube ich, rein. Hallo, Kollege. Eklerköttel? Nein. Hammer! Oh, ihr habt das Lied mitgebracht. Das Lied also. Ja. Es singt es mir mal vor. Wir gehen mal ein bisschen in die Ecke. Zeig mir mal das Lied. Geht's dir gut? Okay. Ihr wollt also hier tanzen, oder? Na dann, geht hinein. Viel Glück euch beiden. Hilfe? Ha? Was macht ihr denn hier? Was? Ich? Ich dachte, ich versuche zu tanzen. Das ist alles. Ha? Pashmina ist auch hier? Aber wie? So, das hätte ich auch noch mal gerne. Oh, es fällt da hinten runter. Ich dachte, es fällt mir auf den Kopf. Wie das Spülbecken im ersten Teil. Wenn du es von vorne schlägst, muss doch nach hinten runterfallen. Was hast du noch so zu erzählen? Hi. Hehe. Wollt ihr beiden auch am Hula-Hai-Wettbewerb teilnehmen? Okay, gebt euer Bestes. Bautz! Moment mal, was tust du da? Bla bla. Hey, worüber redet ihr da? Entschuldigt euch! Brockel! Was soll das? Ah! Das ist gefährlich, weißt du das? Hamfrei! Ich hab keine Ahnung, wovon ihr redet! Gritzi! Was soll das? Mir reicht es jetzt! Das langt! Pfiffert! Ups! Sie sagte Pfiffert! Oder etwa nicht? Jantaro, hast du das gehört? Dieses Pfiffert? Sie sagte es, oder? Du bist nicht Pashmina, stimmt's? Aha, seid ihr nicht diese naseweisen Hamster? Bah, Doppelverfrit! Hat die angebläht? Yantaro, alles in Ordnung? Okay. Kann ich trotzdem noch tanzen gehen? Hi. Hammer! Hemdo, alles in Ordnung? Das Mädchen eben war echt grob. Ich glaube, ich muss erstmal hinterher. Okay. Und tschüss. Er sieht nicht so begeistert aus. Nee. Setzt er sich jetzt wieder an seinen Platz? Nein, er taukelt weiter. Das stimmt aber nicht, Raiden. Chris hat doch ein RIP-Emote. Ja. Das Carpador, soweit ich weiß. Ja. Aber stimmt, Jan und ich haben kein RIP-Emote. Wir dürfen einfach nicht rippen. Na da, wollte gerade sagen. Ich wollte es eigentlich auch gerade posten, aber da ist auch das Rippen-Mode. Ja. Wir wissen alle, was jetzt zu tun ist. Yantaro, gehen wir hinterher. Komm schnell! Ich wünsche, dass auf der Insel nicht viel zu reden habe. Ja? Alles Frauen hier. Nimmst du ja einen Hammer-Ripp dann als Emote? No. Einfach so ein Fratzi-Emote. Fratzi-Rip. Ich nenne mich jetzt um in Fratzi 1408. Ha, die du und ich sind Hamigos, verstanden? Netter Versuch. Sie ist nur mit mir Hamigos, du Lügnerin! Du bist die Lügnerin! Lügnerin, Betrügerin! Nein, du bist die Lügnerin! Oh boy! Was machen wir nur? Es muss einen Weg geben, die echte Pashmina zu bestimmen. Das alles erinnert mich an eine alte Sage, die ich mal gehört habe. Ecke? Also ich sag mal so, einer hat ein Kostüm an. Das müsste man doch eigentlich gar nicht gut erkennen können, oder? Da scheint uns aber noch irgendein Wort zu fehlen. Eine alte Sage.
Von einer Schildkröte und einem Hamster vielleicht? Ich gehe nochmal... Ich weiß, ihr wollt das alle nicht, aber ich gehe nochmal zu Opiham. Ich habe euch gewarnt. Hallo. Please send help. Hä? Zwei Paar Spieler streiten sich um die Kleine, die du... Ah, oh, da fällt mir eine Geschichte ein. Damals, wisst ihr noch, nachdem ich von zu Hause rausgeschmissen wurde, war ich auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Ich fand eine kleine Wohnung. Da lebte ein kleines Mädchen. Sie war immer traurig. Tag ein, Tag aus hat sie nur geweint. Da habe ich immer zugeguckt. Das fand ich witzig. Irgendwann dachte ich mir, ich gehe rein und frage mal, warum sie weint. Aber irgendwie hat sie mich nicht verstanden. Irgendwie sprechen die Menschen kein Hamsterisch. Das fand ich doof. Also habe ich ihr Köttel auf den Kopf gelassen und bin wieder gegangen. Die fand ich voll mies. Hat voll verdient, immer zu weinen. Wahrscheinlich hat sie eh immer nur andere Leute geärgert. Naja. Ach, da fällt mir noch eine Geschichte ein. Vor langer Zeit lebt in einem fernen Land ein sehr weiser Hamster. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Amitroido, danke schön, dass du Kuro einen Sub geschenkt hast. Und Kuro, ich glaube, du warst aber schon mal Sub. Du kennst die Emotes, also glaube ich schon. Eines Tages kamen zwei Hamster zu ihm und baten ihn um Hilfe. Entscheide du, wer von uns ist die bessere Mutter für dieses Kind? Das war das Problem. Um festzustellen, wer die bessere Mutter sei, wies der weise Hamster sie an, dass sie an den... No! Opiham! Was ist passiert? Jedenfalls befahl er ihn an einem Kind zu rupf. Glaube ich. Neues Wort gelernt! Rupf bedeutet ziehen. Schön. Und er darf jetzt auch nicht schlafen, er muss uns helfen. So. Du und deine Kette. Du willst das Ding noch aufheben. Weiß nicht. Sushi! Sascha! Pizzaboy! Such es dir aus, wie du möchtest. Dankeschön für 20 Monate Treue. Mit deinem OP-Sub. So, gehen wir doch wieder zurück. Dann... Die Du, es tut mir leid. Wir müssen da mal ein bisschen an dir rumziehen. Oh boy. Hey, ihr wollt, dass wir an Dido rupf? Ich verstehe. Diejenige, die am stärksten an Dido rupft, die mag sie auch am liebsten. Das wird beweisen, wer ehrlich ist. Das bin natürlich ich. Ah, und ich sage, ich bin die Echte. Nein, ich bin es. Oh boy, oh boy, oh boy. Juhu, ich sagte, ich bin ich. Jetzt sitzt du in der Klemme, du Lügnerin. Aber Dido, es tat ihr so weh. Ich konnte nicht weiter an ihr rupf. Zwecklos, du Lügnerin. Wuhaha. Oh boy! Dido? Du hast kapiert, dass ich wirklich ich bin? Oh boy! Aber, warum nur? Ich hab nicht verloren. Jeder weiß, ich bin ein Lügner. Verfritt! Das war jetzt nicht so die geilste Aussage, aber ist okay. Nein. Ups. Jetzt darfst du ihn gerne widersprechen. Ich hab mich verraten. Macht nix. Jetzt werde ich... Oh boy, oh boy! Dido setzt Tackle ein. Au, 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 au. Was soll das? Irgendwo gibt es ja wohl Grenzen, oder? Es ist sehr effektiv. Hä? Ah! Das vergesse ich nicht! Das war mal wieder ein Schuss in den... Schön. Dido, du hast mich chill.
danke! Oh boy! Yay! Sie lieben sich wieder. Pashmina und Lido haben ihren Zwist überstanden, so. Ich glaube, wir könnten jetzt auch prinzipiell gehen, aber wir haben ja noch ein bisschen mehr zu tun eigentlich. Hm. Das war ein großes Durcheinander, oder, Dido? Oh boy! Also war er derjenige, der auf Pashminas Schal herumtrampelte? Natürlich, verstehe. Ich habe gedacht, dass Dido wirklich sauer auf mich ist. Oh boy! Aber jetzt weiß ich, die Freundschaft zwischen uns ist noch herab. Als vorher, alles hat sich geklärt, wie schön. Oh boy! Neues Wort gelernt! Herab bedeutet tief. Ach wirklich? Wir haben schon 37 Stück.